know that you have all been waiting for me to return. Together, we will crush the Sun Onyi and take over the city. All Hong Kong will fear the name Big Scar Wu. Big Scar Wu, damn it! Big Scar Wu! Ah, shit. Wait! Let's go! Didn't want to leave you to fight them alone. Yeah, you drive. I got bad hands. Go ahead. Damn, sorry I doubted you, Salty. This demon really means business. Yeah, he's got a real hard-on for the Sun Onyi. That's for sure. What's his story? The way I hear it, they chopped up the body and fed it into the grinder over the smiling cat food plant. Meow. You give a guy anything less than a proper burial, he's most likely coming back as a ghost. You turn him into cat food, that's pretty much guaranteed. So, what's with the nickname? I guess once he got down there, they changed his name. Maybe that's why he's so pissed off. One thing you ought to know, best way to fight the undead is with a peachwood sword. You got one? Nope. But the 18K might. They were gearing up before Smiley Cat got to him. Keep an eye out for him. Poor bastards. I hear they were looking for every supernatural weapon they could find. Looks like they didn't have your tea, though. I hate to think what'd be like fighting those things with no tea. Weiß nicht, hatte ich schon. Eins ohne Tee, war nicht so schön. Boah, wie krass es aussieht mit den ganzen Spiegelungen und dem Regen und so. Schick. Ah, shit. There they are. You coming? Take him out, Wade. Go! Could have done it better myself. Watch for that guy. You die here, Shen. Come on, Zen. Soon all of Hong Kong will be my slaves. We'll see how you like Smiley Cat then. I mean Big Scar Wu! Motherfucker! Aber wie soll ich den denn bitte da reinwerfen, wenn ich den, wenn er nicht runterkommt? Ah, von der Schließe ist das, okay. Yeah.
Hey, dieses Schwert mit dem Outfit aufgeladen und Energy Drink ist so krass. Where is she? You have bigger problems than her, you shit. Nobody messes with Big Scar Wu and gets away with it. Never heard of him. Smiley Cat. Hell is full of Sun On Yi. Who better to destroy a triad than its own members? But then, you knew that already, didn't you, Officer Shen? Tja, hat dann nicht Unrecht. Wie sehen denn bitte hier die Reports aus? Vampires aus Zombies. Most effective weapons against demons and other underworld creatures is a peachwood sword. Hä? Hier oben haben wir noch ein Portal, was wir schließen können. Haben wir nicht irgendjemanden, den wir anrufen können? Hey, it's Wei. I need a car. A car? Sakla! Ich bin ja irgendwie gerade überrascht, dass der Zombie mich da nicht umfährt. Ach cool, der bringt einem hier sogar ein cooles Auto. Ach krass, der spawnt dann auf dem Auto und zieht dich raus. Ich brauch wieder so ein Schwert, ey. Da ist eins. Oh Gott, wie viel sind denn das? Ah, das Schwert, glaube ich, habe ich noch, von daher. Yeah.
Let's go. Ach komm. So. Ja, um die ganzen Upgrades zu nutzen, müssen wir nochmal nach Hause. Und ich weiß nicht, ob ich extra nochmal nach Hause will. Ich glaube, so ein paar Dinger mache ich noch und dann aber erst nochmal nach Hause, um zu gucken, was das alles ist. Das neue Auto, die neuen Klamotten. Die wahrscheinlich dann auch irgendwelche Upgrades haben. Schon immer mal einen Bonn-Gag haben. Ja, hier kann ich zumindest jetzt mal wegen dem neuen Fahrzeug kurz gucken. Oh, schick. Don't go too crazy on this one. Wait. 一定會鍾意 Rooster Bacon. 全港最好味嘅麵包店. 好食. 無論係椰子餡, 肉餡, 芝士. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Wir haben das Auto. I got the power.
Ey, dieses Schwert ist so krass. Okay, dann machen wir aber jetzt mal die Quest. You're about to hear two sweet soul tracks from Sugarman 3 and Co. Promised Land featuring Naomi Davis and Shut Down featuring Lee Phils. And right after that we played the pretentious The World Is Going Up in Flames from Charles Bradley featuring the Monaghan Street Band. Guys are pretty pissed at you, eh? I had to hear it day and night. They won't rest until they wreck everything you built. Johnny! He's a coward, Johnny. Death hasn't changed that. You come back for me, or do they just get sick of you in hell? The hell? Na komm. Schwert haben, komm. Keep trying, Brad! Snitch! Piece of shit! Always a pleasure to kill you, Rat Face. Ich muss sagen, so finde ich es ganz lustig, aber ich hoffe so ein bisschen, dass sie nicht jetzt auch die anderen Stadtteile alle öffnen und das wird dann noch irgendwie riesengroß und... Weil... Ja, wie gesagt, jetzt ist es witzig. Ich glaube so nach... Also auf einen 30-Stunden-Ding hätte ich jetzt auf jeden Fall keine Lust mehr. Gerade quasi die ganze Karte abgegrast, nach allen Sachen gesucht und wenn sie jetzt hier nochmal sowas machen, dann grase ich nicht nochmal alles ab. How?
neues Schwert. Und ein neues Auto. So, noch was übrig? Nö. Main Quest. Echt hier lang? Na gut. Wenn das Navi das sagt. Das ist schon echt cool gemacht alles. Dogeyes is around, Wei. He's even more obnoxious than he was before. Dogeyes. Der ist schon wieder. Wei Shen, double-crossing piece of shit. Now, you die. Kill this cop trash, or I'll haunt every one of you bastards. Au! Come get me, you worthless shitbag! I fucked your sister last night, Shen! She loved it! Ich weiß, du sie nicht umgebracht, so toll kann es nicht gewesen sein. Wow. Come burn with me, Shen. I'm gonna roast out your eyes, you fuck. This is gonna be fun. Kill him. Ach Gott. I dreamed of watching you die since they laid me in the ground. Ach cool. Ab ins Feuer. You can't touch me, Shen. What are you gonna do now? I should have had this power the first time. Mal rumhüpfen. Make Dogeyes burn, okay.
Look at that. Shit burns. Burn up here, burn down there. Shit burns. Ach komm. Part-Time-Assassin, nicht schlecht. So, was ist da noch übrig? Nix. Werden irgendwelche Leute gefressen? Ach, wenn wir jetzt eh direkt bei mir zu Hause vorbeikommen, dann gucken wir mal nach neuen Outfits und neuem Auto. Aber alle Sachen, die wir gefunden haben, sind Preset-Outfits, oder? Genau, Part-Time-Assassin, Monk, Bongak, Manhattan Melee, Shenzhen. Ja, aber das ist das einzige mit Damage-Bonus, von daher weil ich das erstmal. Hat er jetzt das Schwert weggeschmissen, um Energy Drink zu trinken? Ich hatte irgendwie gehofft, dass es zwar dann weg ist, aber dass es hier liegt und ich es gleich wieder mitnehmen kann. Oder hat er es jetzt wieder in der Hand? Okay, dachte schon. Das ist nämlich ziemlich gut. So, und dann gucken wir nochmal nach Autos. Blast. Okay, ne, ich bleib bei dem Blast. Motorrad ist irgendwie doof, um Zombies zu überfahren. In the underworld, the rumor is that it was Ponytail who killed Smiley Cat and turned him into cat food. Maybe he can help you, if you talk him into it. Haha, das sieht ja krass aus. Come on!
can resist him. Nach oben muss ich. Da. Kill me? No. I'm gonna cut you up and feed you to the fish. You'll be stuck here, Ponytail. Just another powerless, hungry ghost. You shit, Shen. Or you tell me how to beat Smiley Cat. Then I'll send you back to where you belong. Even in death, you break balls. Burn him. Burn the body. What body? You ground him up for cat food. Most of him. Uncle Poe had me save Wu's pinky finger to guarantee he'd get no rest in the afterlife. Nah, where is it now? Idea. It's in a red vase at the temple in North Point, where we used to swear in new members. Burn it, and you'll be able to send him back. I'll see you in hell, Wei Shen! So, das machen wir vorher noch. Komm her, du! Hau! Neo V, okay. Die Autos klingen immer cool, aber das ist irgendwie so ein Smart oder so. Überall explodieren irgendwelche Autos. It's about time you got here. This is what revenge looks like. Erinnert mich gerade ein bisschen an hier Far Cry Blood Dragon. Das war auch abgefahren. Son, kill me once, they won't do it again. Ich habe so sehr Tränen gelacht, habe ich bisher noch bei keinem anderen Ende. Huh?
Ach komm, da kommt jetzt noch eins, ich dachte schon. Ah, da scheint immer noch welche. Come with me. Say hello. Viele von diesen blöden Portalen werde ich dann jetzt noch zu machen. Die halten alle nichts aus. Das Schwert! Ach komm. So. You all right? Is he gone? Not quite. No. Back to hell. Has to be last to Smiley Cat. No! No! Enjoy it, old friend. Shall we finish that date? Oh, yeah.
yes. Creepy. Cool. Das war's. Was ich gerade ein bisschen schade finde, ist, dass sie die Health Shrines, die anderen nicht, jetzt auf der Karte markieren. Ich will mir jetzt noch angucken, was für einen Hut wir freigespielt haben, und dann war's das. Ja, genau. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon so oft erschreckt in diesem Spiel, einfach nur, weil ich irgendeine Mission geschafft habe und dieses Geräusch, wenn man die Mission schafft, so laut ist, sind. Da muss ich immer dran denken, dass ich wirklich Angst davor habe, Resident Evil 7 zu spielen. Die Demo liegt ja immer noch bei mir rum, da kommen wir irgendwie nicht dazu. Weil ich will es ja dann halt auch mit Zoom zusammenspielen und die jetzt halt aufzuklären. Vielleicht machen wir es die Woche noch. Vielleicht Freitag oder so. Vielleicht sogar schon morgen. Mal gucken. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Weil zwar, wenn ich streame, habe ich den Chat und so. Das ist dann immer nicht ganz so gruselig, als wenn man es wirklich alleine spielt. Aber dafür spiele ich ja das alles auf Kopfhörer. Und das macht es teilweise echt fies. Was ist das? Just a Nightmare? Okay. Gut, dann sind wir hier auch durch.